Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer weiteren Folge von WWE Supercard. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die letzte war, ist aber auch ganz egal, denn es gibt eine, ja, mehr oder weniger eine freudige Nachricht, also für mich eine freudige Nachricht. Und es gibt was aufzumachen. Und ihr seht, ich habe den Tagesbonus schon aufgemacht. Das habe ich noch nie gemacht, ne? Noch nie ohne euch, also noch nie, wenn ich aufnehme, dass es keinen gab, aber ja, habe ich schon gemacht. Seht ihr gleich warum, aber als allererstes kommen wir fangen an hier mit Ticketpacks, ne? Ein Ticketpack, das gönnen wir uns jetzt als allererstes zur Eröffnung der Folge. SummerSlam 18 Chance, wie immer. Goliath wäre auch nicht schlecht, aber es wird natürlich nichts drin sein. Also wenn hier mal was drin ist, wäre ich echt überrascht. Na, es ist nichts drin, aber ist gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so schlecht. Eine Beast-Karte. SummerSlam 17 ist das schlechteste. Nochmal Beast. Und sogar eine Monsterkarte. Ist okay. Ist vollkommen okay. Kann ich mitleben. Aber war es ja auch noch nicht. Wir haben ja noch mehr. Als allererstes kurzes Karten-Update. Und zwar nicht bei den kombinierbaren, sondern hier und dann. Ich muss mal kurz gucken. SummerSlam war Kane der letzte, ne? Den habe ich euch schon gezeigt. Aber Goliath, da haben wir jetzt den guten Triple H als Pro. Endlich als Pro, sehr starke Karte. Und ein bisschen trainiert, ich bin ja noch dabei, den zu trainieren. Aber Pro, und wir haben hier den guten Harper als Pro. Der ist noch nicht gelevelt und auch nur minimal trainiert. Der ist nämlich gerade erst zum Pro geworden. So, mehr gab es eigentlich nicht. Nichts Erwähnenswertes sonst, leider. Aber immerhin zwei neue Goliath Pros, das ist ja wunderbar, wunderbar. Und jetzt kommen wir zum nächsten, und zwar Last Man Standing. Last Man Standing ist diese Woche und ist zurückgekehrt nach kurzer Abstinenz. Also sie haben ja eins ausgesetzt irgendwie. Und wir gehen mal noch eins weiter. Und da sehen wir, dass der Last Man Standing Charakter, oder ja, Wrestler in dem Fall, Tommaso Ciampa von NXT ist. Und es ist meines Wissens nach, oder nee, ich weiß es eigentlich, brauche ich gar nicht drum herum zu reden, es ist zum ersten Mal ein NXT-Wrestler. Wir gucken uns mal die Belohnung an, gucken mal, wie die Karte aussieht. Sehr cool, das Kartendesign ist ein bisschen anders, glaube ich, als bei den anderen Last Man Standing-Karten. Finde ich aber gut, sieht echt cool aus, auch hier mit diesem abgebrochenen, sieht wirklich sehr gut aus. Ist auch eine starke Karte, ist ja auch SummerSlam 18. Diese Karte wird uns so sehr weiterhelfen. Und diese Karte werde ich mir selbstverständlich holen. Es ist auf jeden Fall das Ziel, diese Karte zu holen. Und ja, mal gucken, unter den ersten. Boah, wo ist die noch gut, ne? Wo ist denn, was ist denn scheiße hier? Was ist denn das letzte? 46.000, das ist das letzte. Ich will auf jeden Fall so bei 52.000, 53.000 landen. Also hier so ist das Minimalziel. Also knapp über 4.000, da auf den Plätzen will ich auf jeden Fall landen. Vielleicht schaffen wir es auch mehr, ich weiß es nicht. Ich werde mir Mühe geben, wenn es hinterher nicht so stark wird, ist es auch egal, die Karte hilft uns trotzdem selbst in schwächster Form noch weiter. Und deswegen ist das super, ist ein Casher-Event. Ich weiß nicht, ob sich irgendwas geändert hat. Oder ob alles gleich ist, ich habe noch keine einzige Runde gespielt. Aber Last Man Standing ist zurück. Feiere ich richtig, weil der Spielmodus an sich, der ist ja echt cool, ne? Es ist leider, ja, King of the Ring habe ich gar nicht gespielt, habe einfach nur zum Trainieren ein paar Karten reingemacht. Aber nichtsdestotrotz holen wir uns die 5 Picks noch schnell ab. Gehen hier raus. Ja, sie bringt uns weiter und das ist gut. Und Last Man Standing ist ein anderes Event und dann hat man Abwechslung und ist einfach nur toll. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall über Last Man Standing. Aber das war's noch nicht. Das große Highlight kommt jetzt, denn wir haben TBG, spielen wir nicht, wenn Last Man Standing ist, weil man da keine Blitze sammeln kann, um die Karten aufzuladen. Deswegen fällt TBG aus, aber wir haben ja am Montag TBG gespielt. Ja, und dann Dienstag sie beendet. Und jetzt hole ich mir erst die Belohnung ab. Champions Belohnung, ganz knapper Sieg für uns. Ja, mit Ach und Krach habe ich ein paar Matches noch machen können. Meine Karten waren so schlecht, dass ich gegen die einfach nicht gewinnen konnte. Habe alles versucht rauszuholen und am Ende sah es wirklich gut aus. Ja, hätte ich nicht gedacht. Rein rechnerisch hätte
Team Deutsch 33, Grüße gehen auf jeden Fall raus an Team Deutsch 33, die hätten uns schlagen können. Rein rechnerisch hätten sie uns schlagen können, denn mehr Punkte waren bei uns nicht drin und die hatten noch um die 15 Spiele von einem, der hat gar nicht gespielt, obwohl er alles gelevelt hatte und dann hatten die noch 7 auf andere Spieler verteilt. Also die hätten uns punktemäßig noch übertrumpfen können, haben sie nicht geschafft, sehr schön. Und das heißt, es ist eine Goliath-Karte, garantiert, vielleicht Pro. Das wäre geil. Und ich hoffe, nach Last Man Standing ist unser Team endlich SummerSlam 18. Weil dann hagelt es nämlich Goliath-Karten. Und die Chance, SummerSlam 18 Karten zu bekommen, ist ja auch nicht so unwichtig. Langsam aber sicher. Ja, ich habe natürlich den Vorteil, dass WWE 2K19 kommt und ich 2 geile Karten kriege, aber ja. Ist ja egal, ne? Kriegt halt nicht jeder aus dem Team. Und deswegen wäre das ziemlich geil, wenn wir auf SummerSlam 18 kommen. Puh, okay. Wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein. Oh, zweimal Titan ist echt das Mieseste. Da sind die Battle Points. Und jetzt ist die große Stunde gekommen, ne? Bitte, bitte, lass es ein Pro sein. Bitte, bitte. Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist kein Pro. Wir haben so viele Goliath-Karten mittlerweile, aber ich glaube, es ist kein Pro. Ne, wir haben zweimal Samoa Joe gezogen in einem Pack. Das ist auch krass. Eine Pro-Karte direkt gezogen. Ist natürlich Titan und bringt uns nichts, aber immerhin, wir bekommen nicht angezeigt, dass wir die Karte noch nicht haben. Aber ich befürchte trotzdem, dass wir die haben. Dass wir die nicht haben. Entschuldigung, habe ich mich vertan. Ja, ist kein Pro. Schade. Schade, kein Pro. Das ist ärgerlich, aber mit Kofi Kingston jetzt die nächste Single-Karte. Oh mein Gott, ist das nervig. Das ist so nervig. Wir kombinieren natürlich die beiden, die nicht gelevelt sind, weil die gelevelten brauche ich für Money in the Bank. Tatsächlich spiele ich Money in the Bank noch mit Titan-Karten. Einfach weil das Deck perfekt ist, um Money in the Bank zu gewinnen und deswegen ändere ich da nichts dran. Ansonsten können wir auch nichts kombinieren, ne? Lass uns mal ein paar Karten weggehen. Nö. Okay, es hat nicht sollen sein, dass es ein Pro wird, aber trotzdem Kofi Kingston Goliath. Nehmen wir gerne mit, kein Problem. Und ich zeige euch einmal mein Deck für Last Man Standing. Da braucht man ja ein sehr ausgeglichenes Deck. Und ich finde, wir haben ein sehr ausgeglichenes Deck. Wir haben einen Knackpunkt. Einen einzigen Knackpunkt und das ist hier Ember Moon. Die ist zwar stark, SummerSlam 18 Diva ist super, aber die tanzt hier ein bisschen aus der Reihe. Ja, ist schade auf jeden Fall. Das wird uns mit Sicherheit die ein oder andere schwierige Situation verschaffen, aber boah, einzeln ist natürlich schlecht, aber im Tech-Team ist das immer noch sehr gut zu handeln. Und unser Deck bei den Männern ist ja absolut perfekt ausgeglichen. Also, ich denke, dass wir bei Last Man Standing doch recht weit kommen werden. Bin ich mir sehr sicher, dass wir da wirklich weit kommen werden. Aber, naja, ich hätte halt gerne noch ein Pro für Ring Domination und für Road to Glory gehabt. Man kann aber nicht alles haben und das soll es auch gewesen sein. Das Video wird nicht allzu lang werden. Bisschen Pack-Openings, Last Man Standing ist zurück, ich feiere es sehr. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Spiel selber spielt. Findet ihr gut, dass Last Man Standing zurück ist? Findet ihr es scheiße, weil man muss da echt viel cashen, wenn man nicht casht? Boah, da die Eventkarte zu holen ist dann echt schwer. Und ansonsten war es das für dieses Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Rin gehauen, bis zum nächsten Mal.